kinderleicht auf dem eigenen Rechner bzw. Server Backups einrichten, die erstens verschiedene Versionen haben, aber trotzdem wenig Speicherplatz verbrauchen und das Ganze automatisch und noch kinderleicht dazu, das zeige ich dir in diesem Video. Und hiermit euch ein herzliches Willkommen. Ja, am Anfang werden wir das Programm Borg Backup installieren. Dann werden wir unser Backup Repository initialisieren. Wir werden ein automatisches Skript anlegen, welches die Backups vollautomatisch macht. Gleichzeitig zeige ich euch aber auch noch am Ende, wie ihr dann wirklich auf diese Backups zugreifen könnt und dann irgendeine Datei wiederherstellen könnt. Und ich würde sagen, wir fangen gleich einfach mal ein. Dazu gebe ich ein sudo-i, dass wir erstmal als Administrator unterwegs sind. Dann sparen wir uns die nächste Zeit das sudo. Und am Anfang installieren wir das Programm. Das ist ein Befehl, das ist auch in den offiziellen Repositories drin. Und wir wählen und wir schreiben apt install borg backup. Und das Ganze dauert ungefähr eine gute Minute. Als nächstes müssen wir unser Backup Repository, also wo unsere Dateien später hingespeichert werden, erstmal erstellen. Und ihr könnt da eigentlich einen x-beliebigen Ort wählen. Ihr könnt das Ganze zum Beispiel auch über SSH auf einen anderen Server machen. Das zeige ich euch aber nicht in diesem Video. Dazu habe ich euch einen Blogartikel in der Videobeschreibung verlinkt. In meinem Fall belasse ich es jetzt mal auf diesem Rechner hier. Und ja, ich glaube, ich erstelle das Ganze einfach mal im Root Directory und nenne das mal ganz plump Backup. Als nächstes müssen wir unserem Backup-Programm erstmal klar machen, dass wir auch dort ein Backup machen wollen. Das mache ich mit dem Befehl borg init slash backup. Und dann müssen wir noch einmal unseren Verschlüsselungsmodus auswählen, ob wir das wirklich verschlüsseln wollen. In meinem Fall will ich das jetzt nicht machen, weil das dann nicht mehr so schön mit unserem automatischen Skript funktionieren würde. Das heißt, ich gebe minus e gleich none ein und ich gebe die Eingabetaste ein. Nach nicht mal 10 Sekunden können wir dann hier direkt weitermachen. Nun, unser Repository steht. Wir könnten jetzt eigentlich auch schon unser erstes Backup erstellen. Aber ich würde sagen, wir erstellen dafür gleich unser Skript und können das dann gleich nochmal so konfigurieren, wie wir das am besten haben wollen. Jetzt ist die Frage, wo speichern wir das Skript hin? Ich erstelle mir jetzt in meinem Fall in dem Root Home Folder einen neuen Ordner, den ich einfach mal Crypts auswähle. Und dann erstelle ich eine neue Datei in diesem Ordner. Das heißt, ich wähle einfach mal meinen Ordner Scripts aus und nenne die Datei in meinem Fall jetzt einfach mal backup.sh. Und ich habe euch auch nochmal das ganze Skript in der Videobeschreibung verlinkt. Das kopiert ihr euch einfach raus. Und mit einem Rechtsklick in euren Terminal wählen wir Einfügen aus. So, das Skript ist nicht von mir, das ist einmal von wiki.ubuntuusers.de. Die haben da eigentlich ein ganz schönes Skript geschrieben, was jetzt zum Beispiel in unserem Fall sogar auch Deutsch ist. Da können wir dann auch gleich direkt, ja, loslegen. Und jetzt haben wir hier erstmal verschiedene Variablen, die wir konfigurieren müssen, dass das Skript halt richtig durchläuft. Und erstmal, wo liegt unser Repository? Das habe ich jetzt in meinem Fall schon vorhin eingetragen. Das liegt in meinem Fall einmal unter Schrägstrich Backup. Ganz wichtig, hier sollte man natürlich absolute Pfade eingeben. Dann können wir hier einmal den Repository-Namen eingeben. In unserem Fall haben wir jetzt aber nicht mal einen Repository-Namen konfiguriert. Deswegen lassen wir das einfach so leer. Und dann können wir hier eingeben, was wir alles sichern sollen. Ich habe jetzt hier einfach nochmal ein Beispiel hier reingeschrieben. Zum Beispiel, wenn man das komplette Home-Verzeichnis sichern will, kann man das einmal hier so machen. Und dann kann man hier natürlich noch verschiedene Ordner nicht mit sichern. Kennt ihr wahrscheinlich auch ganz gut. Hier könntet ihr jetzt auch zum Beispiel gleich mehrere Orte eingeben. Und dann kann ich jetzt zum Beispiel hier noch einen zweiten Ordner eingeben, zum Beispiel jetzt in meinem Fall jetzt Root oder so. Ich mache das auf meinem Server, wo ich das Ganze laufen habe, tatsächlich das komplette Root-Verzeichnis. Ich glaube, ich exklude den Temp-Ordner, glaube ich, jetzt in meinem Fall. Und was ich natürlich auch noch exklude, ist bei mir einmal auch natürlich der Backup-Ordner selber. Nicht, dass er sich da selber sichert, das ist das Einzige, worauf ihr aufpassen müsst.
aber schöner ist es eigentlich, wenn ihr halt gewisse Verzeichnisse eingibt und sagt, die und die und die Verzeichnisse will ich sichern und jetzt nicht hier komplett das Root-Verzeichnis. Ja, ich will jetzt einmal User, Root, Home, vielleicht noch etc. und vielleicht noch var sichern, zum Beispiel, ja. Und dann kann man hier natürlich noch diese Excludes in dem Fall weglassen. Könnt ihr definieren, wie ihr wollt. In meinem Fall mache ich das jetzt einfach mal so. Und hier sollten wir einmal unsere Verschlüsselung wählen. Wir haben in unserem Fall die Verschlüsselung None gewählt. Das heißt, ich gebe auch Verschlüsselung None aus. Die Kompression können wir angeben. Lassen wir hier erstmal auf dem Standard. Und dann können wir hier einstellen, ob vor der Ausführung geprüft werden soll, ob wir Root-User sind. Das ist jetzt ein skriptspezifisches. Das ist jetzt eine skriptspezifische Einstellung. In unserem Fall reicht da nein, weil wir werden das eh nur als Root ausführen. Aber könnt ihr selber entscheiden. Und dann kommen wir eigentlich zu dem letzten und einen der wichtigsten Punkte. Und zwar, wie ich ja schon vorhin gesagt habe, kann man verschiedene Versionen mit Borg erstellen. Das sind die Backups der letzten 7 Tage. Kann man einstellen, wie man will. In meinem Fall finde ich jetzt 12 ein bisschen zu viel. Ich stelle das jetzt hier mal auf 6 um. Das heißt, das älteste Backup ist dann 6 Monate alt. Insgesamt haben wir dann hier maximal aber nur 17 Versionen. Ja, ganz einfach zusammenzählen. Könnt ihr selber einstellen. Und das wäre es eigentlich auch schon gewesen. Am Ende gebe ich Escape ein, Doppelpunkt WQ, jetzt bei uns bei Vim. Und dann ist das Ganze schon gespeichert. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch lauffähig machen. Das mache ich mit dem Befehl chmod plus x scripts backup.sh. Habe ich jetzt in meinem Fall gemacht. Und dann probieren wir das Ganze doch mal aus. Und ihr seht, Start der Sicherung. Das funktioniert wunderbar. Dauert natürlich ein Momentchen. Bis gleich. Ja, da wären wir fertig. Am Ende hat das bei uns jetzt 106 Sekunden gedauert. Je nachdem, wie viel ihr sichern wollt. Ja, dauert das natürlich ein bisschen länger, aber das erste Backup dauert eigentlich in der Regel am längsten. Ja, wir sehen hier gleich, eigentlich war das Gesamte, was wir gesichert haben, 1,3 GB groß. Das Ganze wurde aber auch schon auf 585 MB in meinem Fall jetzt komprimiert. Und wenn wir jetzt mehrere Backups erstellen würden, dann würde dieses Backup auch nicht nochmal 585 MB einnehmen, sondern viel, viel weniger und eigentlich am Ende wirklich nur die Änderungen da haben. Das Ganze ist sogar noch besser als Timeshift zum Beispiel, oder Timeshift basiert ja am Ende auf Rsync. Auch wenn man sehr, sehr große Dateien hat und an denen sich nur ein bisschen was verändert, wird tatsächlich am Ende nicht die gesamte Datei neu gesichert, sondern wirklich ungefähr nur die Änderungen, die da drin passiert sind. Das ist eigentlich eine der größten Stärken von Borg Backup. Ja, jetzt hat das wunderbar funktioniert. Jetzt wollen wir das Ganze auch noch automatisieren. Dazu müssen wir nicht viel machen. Ich trage das jetzt einfach mal als cron-job ein. Das heißt, ich gebe crontab-e ein. In meinem Fall habe ich jetzt hier noch nicht mal einen Editor ausgewählt. Ich wähle jetzt in meinem Fall die 2 aus. Falls ihr euch mit Vim nicht auskennt, wählt die 1 aus. Und dann können wir hier jetzt einen neuen Eintrag erstellen. Wir sehen über uns die Tabellen oder die verschiedenen Spalten. Also einmal Minute, Hour, Day, Monat und noch irgendwas und am Ende unser Command. Und jetzt können wir die Uhrzeit erstmal definieren, wann jeden Tag unser Server das Backup machen soll. Zum Beispiel 4 Uhr finde ich immer eine ganz gute Zeit. Das heißt, ich trage Minute 0 und Hour 4 ein. Und der Tag ist mir egal, beziehungsweise wir wollen es täglich machen und auch monatlich und auch das Ganze mit DOW. Und am Ende müssen wir noch unser Kommando einfügen und ich werde in meinem Fall jetzt root crypts backup.sh aus. Da eben, wo unsere backup.sh Datei liegt, das wäre es gewesen. Am Ende wähle ich escape aus, Doppelpunkt WQ, das war's. Und jetzt macht unser Server das komplett automatisch jeden Tag um 4 Uhr und schaut natürlich auch direkt, welche Backups braucht er nicht mehr, beziehungsweise ja, hält sich in der Hinsicht auch clean. So, am Ende, angenommen, wir haben jetzt irgendwo was an unserem Server verbockt, wir müssen wirklich auf ein Backup zugreifen. Dazu müssen wir unser ganzes Repository erstmal in das System einbinden. Dazu brauchen wir erstmal einen speziellen Ordner. Das mache ich jetzt in meinem Fall unter MNT. Das heißt, ich gebe mkdir ein, MNT, und da drin erstelle ich jetzt einfach mal den Ordner Borg. Habe ich gemacht. Und jetzt können wir das Ganze schon reinladen mit Borg. Mount
einmal, wo unser Verzeichnis liegt, Backup und dann einmal, wohin wir das reinbinden wollen. In meinem Fall mntborg. Ich gebe die Eingabetaste ein und das Ganze ist geschehen. Nun können wir ganz einfach auf mountborg zugreifen, können hier unsere verschiedenen Snapshots sehen. In meinem Fall ist das nur der eine, den ich eben erstellt habe. Aber wenn wir da jetzt auch nochmal reinsehen, ja, sehen wir hier eben unsere gesicherten Ordner und Dateien und so weiter. Ist eigentlich super cool. Wir haben das Ganze eingebunden. Dann, ja, wäre es dazu gewesen. Ihr könnt darauf zugreifen und am Ende müsst ihr das Ganze natürlich wieder auswerfen. Das funktioniert nicht, wenn wir hier in dem Verzeichnis sind. Das heißt, ich gebe einfach nochmal CD ein. Dann befinden wir uns in unserem persönlichen Ordner von Root. Also nicht mehr im MNT-Borg-Verzeichnis. Und ich gebe ein Borg U-Mount. Und den Pfad, wo das Ganze gerade gemountet ist, MNT-Borg ein. Mache ich. Fertig. Und das war's. Ja, so einfach, so schnell richtet man vollautomatische intelligente Backups ein, die gar nicht so viel Speicherplatz verbrauchen. Natürlich ist es empfehlenswert, das Ganze automatisch auch per SSH auf einen anderen Server zu sichern. Wie gesagt, da habe ich euch einen Blogartikel auch in die Videobeschreibung gesetzt. Aber so erstmal mit dem Video habt ihr Borg hoffentlich verstanden, wie das ungefähr vonstatten geht und habt vielleicht so ein kleines Gefühl dafür bekommen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich gerne über einen Daumen nach oben freuen. Und falls ihr kein weiteres Video verpassen wollt, könnt ihr natürlich sehr gerne auch den Kanal abonnieren. Das wäre es von mir diese Woche gewesen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Freitag bzw. ein schönes Wochenende oder wann auch immer ihr das Video schaut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.